Carlo Marzalla zu Gast bei der Volkshochschule des Altenburger Landes. Dies sorgt für eine gut besuchte Aula im Rahmen der Akademie in der Aula. Marzalla ist aktuell eingefragter Talkgast in TV- oder Radiosendungen. Vor allem der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen sind Themen des Politikwissenschaftlers und Professors für internationale Politik an der Uni der Bundeswehr in München. Und so geht es vor allem um eine Zeitenwende, die von der Politik nicht nur propagiert wird, sondern tatsächlich bis ins tägliche Leben spürbar ist. Also Olaf Scholz benutzt den Begriff The Global Zeitenwende. Der Artikel selber ist jetzt nicht so prickelnd, weil letzten Endes erklärt Olaf Scholz sehr, sehr lange, wie gut gerade die Ampelregierung sozusagen diese Zeitenwende durchführt in Deutschland. Aber ich fand das schon ganz nett, dass sozusagen aus der Zeitenwende-Rede jetzt eine globale Zeitenwende wird, die der Bundeskanzler in den USA sozusagen auf den Tisch legt. Und da geht er natürlich ein auf die Bedeutung des Ukraine-Kriegs. Und das ist in der Tat richtig. Also wenn wir die Frage Zeitenwende diskutieren, dann kommen wir nicht drum herum, natürlich das mit Blick auf die Ukraine zu machen, weil am 24.02. hat die Russische Föderation die Ukraine überfallen und angegriffen. Aber die Frage stellt sich dann natürlich dennoch, warum ist eigentlich dieser Ukraine-Konflikt und die Russische Föderation ist, wie Sie alle wissen, 2014 bereits in die Ukraine einmarschiert und hat dort die Krim annektiert und hat dort sozusagen Separatistenbewegungen im Donbass aufgebaut. Und seitdem führt Russland dort einen Krieg. Doch es stellt sich die Frage, wieso bei allen weltweiten Auseinandersetzungen gerade der aktuelle Krieg in der Ukraine etwas Besonderes ist. Es gab Bosnien-Herzegowina, es gab Kosovo, es gab 2014, habe ich bereits erwähnt, den Einmarsch Russlands in die Ukraine und die Annexion der Krim, und es gab 2008 gab es den Georgienkrieg. Es waren alles aber in den Dimensionen kleinere Kriege, kürzere Kriege, und es waren in diesem Falle keine Angriffskriege, in dem eine Seite die andere überfallen. Also es ist zunächst einmal diese regionale Komponente mit dem Angriffskrieg zwischen den, und das muss man auch nochmal hinzufügen, zwischen den zwei größten europäischen Flächenstaaten, die es gibt. Das ist vielen nicht so klar, aber es sind die zwei größten europäischen Flächenstaaten, die gerade sozusagen einen Krieg gegeneinander führen. Und das hat schon eine Dimension, die wir so seit 1990 nicht kannten und nicht kennengelernt haben. Eigentlich seit 1945 nicht kannten und nicht kennengelernt haben, weil es gab in dem Sinne keinen zwischenstaatlichen Krieg in Europa. Dem Narrativ, dass sich Russland berechtigt gegen die NATO-Erweiterung wehren würde, kann Marzalla Fakten entgegenstellen, die von der russischen Führung selbst kommen. 3 Tage nach dem Einmarsch seiner Truppen in die Ukraine hat eine Rede gehalten, vor dem Nationalen Sicherheitsrat der Russischen Föderation, indem er nochmal zurückgegriffen hat auf einen Artikel, den er 2020 im Sommer veröffentlicht hat in einer russischen Historikerzeitschrift, also wo sich Putin als Hobbyhistoriker betätigt hat. Aber wie Sie alle wissen, ist Geschichtspolitik schon wichtig, wie man auf Dinge historisch schaut. Und in diesem Artikel legt er sehr breit dar, dass es eigentlich gar keine Ukrainer und keine Ukraine gibt, sondern dass das eine Aneinanderkettung historischer Fehler war, die dazu geführt haben, dass diese, ich sage es jetzt mal, Westrussen fälschlicherweise glauben, sie sind Ukrainer mit einer eigenen Identität. Und dass natürlich auch ein ukrainischer Staat keinen Sinn macht, weil es ist Russland. Und deshalb muss halt sozusagen dieser ukrainische Staat wieder zu Russland zurück, müssen diese Menschen wieder nach Russland zurück, weil es eigentlich Russen sind. Und das ist das Argument, das seitdem sehr stark die russische Erzählung über die Frage, warum führt Russland eigentlich diesen Krieg, bestimmt. Es kommen natürlich immer mal wieder andere Sachen hinzu, wie Biowaffenlabore und so weiter und so fort. Aber das zieht sich seit dem 24.02. wie so ein roter Faden durch die russische Argumentation. Das heißt, es geht offensichtlich nicht um die NATO und die NATO-Osterweiterung, sondern es geht um eine historische Mission. Und diese historische Mission passt natürlich sehr gut in die vielen Reden Putins, die darauf hinzielen, dass eigentlich, ich glaube 2010 wurde dieser Satz gesagt von Putin, dass die größte geopolitische Katastrophe, die Europa erlebt hat, das Ende der Sowjetunion gewesen ist. Basierend auf einem anonymen Aufruf marschiert nur wenig hörbar die unangemeldete Montagsdemonstration in der Nähe der Volkshochschule vorbei. In den Vortrag selbst hingegen haben sich kaum Demonstranten verirrt. Marzalla macht dabei in seinem Vortrag deutlich, dass sich die Russlandversteher eher auf dem geschichtlichen Pfad rückwärts befinden. Das heißt, sicherheitspolitisch, und das, weil Sicherheitspolitik sozusagen nicht mehr so stark in unserem Fokus steht, wie das noch in den 70er oder 80er Jahren war,
Sicherheitspolitisch sind wir letzten Endes auf eine Situation zurückgeworfen, die wir das letzte Mal in Europa, sagen wir so 1970 hatten. Ja? Also eine wesentlich gefährlichere Situation, als sie jemals existiert hat in Europa. Und deshalb ist dieser allein der regionale Krieg von uns, für uns von so großer Bedeutung. Marzalla sieht dabei den Ukraine-Krieg als Auswirkung einer Entwicklung, bei der es um deutlich mehr geht. Nämlich der Entwicklung von Staaten wie China und der Russischen Föderation, aber es sind nicht nur die beiden alleine. Dieses internationale System, so wie es nach 1945 sich herausgebildet hat, mit seiner Universalität der Menschenrechte, mit seiner sozusagen Betonung auf internationale Organisationen und Institutionen als die Hauptakteure, durch die Politik betrieben werden sollte, weil man da gezwungen ist, auch Kompromisse zu schließen, ja, vom Kopf auf die Füße stellen soll. Das haben Sie sehr schön beim 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas jetzt vor 2-3 Wochen gesehen, dass sozusagen das Bestreben der Chinesen ist, diese sogenannte liberale Weltordnung, die natürlich in der Art und Weise, wie sie seit 1945 praktiziert worden ist, sehr viele Probleme hatte. Aber wenn Sie sozusagen die Grundlagen nehmen, doch glaube ich eine ist, die relativ gut ist, diese liberale Weltordnung letzten Endes im Interesse der Chinesen und der Russen und anderer Staaten transformieren soll. Und so könnte der Ukraine-Krieg eine Blaupause für ganz andere Konflikte werden. In regionalen Konflikten und regionalen Kriegen, weil die seien ja nicht so einfach zu gewinnen, wie man an Russland sehen würde. Und wenn er über regionale Konflikte und Kriege redet, dann redet er natürlich sofort über Taiwan. Und Xi hält noch immer an dem großen Ziel fest bis 2049, also dem 100. Jahrestag der Gründung sozusagen der Volksrepublik China nach der Mao-Revolution, muss Taiwan auf die ein oder andere Art und Weise Teil Chinas sein. Wenn es nicht friedlich sein wird, dann wird es mit Gewalt sein. Doch also, diese globale Entwicklung läge auch an Fehlern, die in Deutschland gemacht wurden. Weil was sie brauchen, ist letzten Endes, wenn das schief geht, immer ein Plan B. Und das war der Fehler der letzten 20 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland. Also ich kritisiere keine der Regierungen in den letzten 20 Jahren dafür, dass sie geglaubt hat, dass man sozusagen mit der Russischen Föderation so einen Wandel durch Handel betreiben könnte. Weil es ist eine gute Idee. Ja? Durch immer engere Verflechtungen schaffe ich halt eine Situation, in der, selbst wenn es Konflikte gibt, die militärische Option keine mehr ist, weil man sich eigentlich selber schadet, wenn man sie nutzt. Und deswegen würde ich nie eine Bundesregierung dafür kritisieren, dass sie diese Politik betrieben hat. Weil wofür ich die Bundesregierungen kritisiere, ist, dass sie sich nie überlegt haben, was passiert eigentlich, wenn das scheitert? Was machen wir dann? Und so rückt für Marzalla die Zukunft der Bundeswehr wieder in einen anderen Fokus. Dabei widerlegt er auch die These, dass die NATO selbst in den letzten Jahren auf Angriff ausgerichtet worden sei. Ganz das Gegenteil könne man anhand der Zahlen verdeutlichen. Da geht es zum einen natürlich, dass es Olaf Scholz und denjenigen, die ihn beraten und die sozusagen für ihn arbeiten, relativ klar ist, dass das, was jetzt kommen wird, letzten Endes eine zweifache Aufgabe für die Bundeswehr darstellt. Nämlich, dass der ganze Aspekt, Russland abzuschrecken und gleichzeitig NATO-Territorium glaubwürdig verteidigen zu können, davon abhängt, dass man Streitkräfte hat, die das machen können. Ja? Jetzt haben wir mit der Bundeswehr eine Armee von 182.000, ist glaube ich der jetzige Stand, 182.000 Männern und Frauen, die seit 30 Jahren systematisch kaputt gespart wurden. Also 1990 zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, glaube ich, war die Stärke auf 605.000, das war der Höhepunkt, 2+4-Vertrag hat vorgesehen, auf 350.000 runter. Das ist dann auch so umgesetzt worden, gemacht worden. Das Problem, das dann immer existierte, war, dass gleichzeitig der Verteidigungshaushalt immer gekürzt worden ist, weil die Vorstellung, dass man wirklich sozusagen vollumfängliche Streitkräfte braucht, die das NATO-Territorium verteidigen müssen, eigentlich so ganz, ganz weit in den Hintergrund, nicht nur bei den Deutschen, bei allen gerückt ist. In der anschließenden Diskussion ging es um zahlreiche Details zu Marzallas Vortrag, dessen Besuch auf alle Fälle lohnenswert war. Vermutlich war der Besuch des Wissenschaftlers eine kleine Glanzleistung der Volkshochschule des Altenburger Landes.